Hallo und herzlich willkommen hier. Weitere Folge hier. In Silber rum. Ja, Bäume pflanzen. Immer noch Bäume, Bäume, Bäume. Ich hatte aber gesagt, hier ist der Bagger, hier ist die Grenze zum Haus hoch. Also die Grenze zu dem, wo ich schon gepflanzt habe. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht unnötigerweise die guten Mammutbäume lösche. Mal uns kurz aussteigen. Mal gucken. Also hier. Nö. Ja, so kleine Dinger, die siehst du nicht. Du müsst ein halbes Jahr warten. Baumstumpf. Und Kraut. Da ist der Bagger, müssen wir links gucken. Die kannst echt schwer erkennen, also. Da ist einer. Und dann wird das auch hier in dem Bereich so sein, würde ich meinen. Da sind die anderen. Also bis dahin haben wir gepflanzt. Und ich werde mal einfach mal zum Haus hochfahren und dort, ne, anpeilen bis mal nach rechts. Die grobe Richtung. Und auf geht's. Also der Pflanz macht da keine, also. Ah doch, einer ist gepflanzt. Also ich kriege hier glaube ich nicht mehr alle hingepflanzt, das ist ein bisschen blöd. Ah, das ist halt mal so, ne? Ja, hier geht schon los. Kein Zugang. Aber wir mulden trotzdem, ne? Ja, es sind ein paar Bäume, aber man sieht, lass mal stehen. Oder ich werde das zum Schluss einpflanzen. Also ich werde doch bald kaufen müssen, um das Sägewerk weiterhin bedienen zu können. Es liegen zwar noch ein paar Bäume rum, aber die werden nicht reichen. Das ist leider so. Dann haben wir auch die Chance, dort noch zu pflanzen, wenn hier mal. Also hier werde ich bald nicht mehr pflanzen können. Der da hin, ja gut. Dann ist der Strauch weg.
richtig dumm hier vorne. Und lass den Roten stehen. Den halben Baum hier. Diesen grünen lassen wir die Vögel, ne? Ein Nest bauen können. Rein theoretisch. Noch 50. Ja, mal schauen, wo ich hinkriege irgendwo hier. Aber ich glaube, wird knapp am Platz hier. Muss ich ausschalten, sonst geht er die nächsten Bäume auch weg. Hochholz. Ein großer. Das kriegt die Konkurrenz. Mal sehen, Vergleich, was wir uns da die Bäume untergejubelt haben hier zum Anfang. Für eine kleine Dinge. Entschuldigung. Nee. Dieser Hustenbau. Zu sagen, aktuell wird ein bisschen der Magen. Wenn ich besser wird, muss ich Tee trinken. Ja. Die jungen Bäume nicht so empfindlich sind, ne? Ja, das ist ganz schön blöd. Aber die acht muss ich hier noch rein hin. Deswegen. Wegen Stück. Dann muss er weg, ne? Aber nur immer richtig. Da haben einige gepflanzt hier. Der hätte ich auch gleich nehmen können. Mitnehmen, also wegnehmen. Na egal. Wir haben keinen weggefräst hier. Dann haben wir einen Stand halt Pech gehabt. So. Also ich könnte mal die Zeit ein bisschen schneller voranspulen lassen, ne? Ruhig auf 5 gehen. Ich
Nacht mal wieder schlafen. So ganz schnell vorspulen, mehr oder weniger. Und dann schauen wir mal, die Bäume noch nicht wachsen sein. Und wahrscheinlich, also die alten, die von der Weile stehen. Aber die werden wir auch nicht fällen können. Den Kran und die Pflanzmaschine werde ich wahrscheinlich an die Mammutbäume zu pflanzen gehen mit diesem Teil. Dann werde ich den Mammutbaum Steinbau. Funktioniert nicht. Aber das funktioniert auch, Schaden geht. Beides zusammen. Weil ich den schönen Sägling da und den kleinen da wieder entfernt. Ne? Wollen wir nicht. Gas, Junge, gib Gas. Wir haben noch 32 Bäume zu pflanzen hier. Also nehmen wir es weg hier. Da hinten. Geht sogar beides. Und streng geht alles zusammen. Das lohnt sich hier fast nicht mehr in die Ecke noch. Ich denke mal, wir haben hier mehr als genug gepflanzt. 25 Bäume werden wir pflanzen auf unserem Firmengelände. Was dann frei ist, ne? So als Deko. Ne? Und dann schauen wir, dass wir die anderen Bäume noch kriegen, die Mammutbäume, die noch in der Pflanzkiste da sind. Ne? Und links ist ja eh gepflanzt, schon Mammutbäume. Die Wiese gehört mir ja nicht. Wird doch keinen Sinn machen, weil ich da erstmal alles pflanzen müsste. So, hier vorne, das gehört schon mal normalerweise. Da werden wir einfach mal eine Reihe lang pflanzen. Es sind nämlich viele, ne? Also wir verpflanzen und dann mal sehen. Ich werde Wald kaufen müssen, um jetzt noch übrig. Damit wir mit Wald Geld bedienen können. Ne? Die Achterbahn macht ja auch schon ein paar Fortschritte, ich muss optisch. Mal schauen. Der nächste Bauabschnitt mir aussieht. Da vorankommen. Also ich bei der
War dazu. Tempomat ergeben, ne? Die schon. Ah. Beim Strecken. Nur 5 Stück und dann den Rest vom Mammutbaum. Mal sehen, wie groß die werden. Da werde ich aber die größere Vollender kaufen müssen oder mieten zumindest. Aber mal schauen, wann es soweit ist, nicht? So. Vorne aufhängen. Das sollte nicht. Bei der Gefäßwand. Die Kiste wollte ich holen. Das ist ganz wichtig, dass die wegkommt. Und ich könnte ja den Bagger verkaufen und dann entsprechend geht drauf, gut. Das ist sehr gut. So. Aber die Bäume besser sehen, wenn die Erde ein bisschen gemulcht ist, ne? Dass die Gras dann weg ist. Ich werde hier vor die Reihe lang pflanzen. Ist egal. Die Bäume kann man ja erkennen. Ich werde hier rechts früher schwenken, vielleicht. Nicht so viel verschenkt und Boden. Aber dann brauchen wir keine Bäume mehr kaufen, vorläufig. Diesmal werde ich einfach eine Runde rumfahren nach rechts, dann ist gut. Und bei der Pflanze jetzt keine, ich weiß nicht, warum man heute stehen bleibt. Oder weil einfach andere bei mir hier sind, ich weiß es nicht. Oder Pflanze nicht mehr. Ah, ah. Das will er nicht. Gut, dann gehen wir nach Hause. Ja, nicht will. Ich habe schon mal gesehen, dass ich will auch nicht mehr irgendwann. Ich habe eine Menge her. Also hier auch nicht eingepflanzt. Muss ich den nächsten Tag mal nacharbeiten. Bis hier alle gepflanzt. Und dann war Schluss. Ich werde die Nacht einfach überspringen. Sägewerk, das Holz sind alle.
Ja gut, dann ist es halt so, ne? Ist morgen früh? Sicherlich nicht. Ist 8 Uhr? Ja. Mal gucken, was das die Achterbahn so erbracht hat. Werden wir den Papierfabrik stilllegen. Weil das kostet ja Geld, ne? Ist eh voll. Muss sie verkaufen. Also wird noch nichts gewachsen sein, also ein Tag passiert nichts. Ah. Mal gucken, ob ich jetzt welche pflanze. Wenn wir hier was nachgehen, ne? Findet sie auch nichts. Sehe gerade noch 6 Stunden Holz. Wird reichen müssen. Oh, wir wollen mal nicht so lange machen hier in Blöder rum. Das ist dann hier nicht so notwendig. Hier ist ja ja. Ist also, ne? Zuschauer, das sollte schon mal gewesen sein. Ich sage mal schon danke, dass ihr reinschauen. Tschüss, ciao. Ja, morgen geht's weiter. Hier den Rest aufpflanzen und dann nachher ja, den Rest für ein Holzbrett bringen und dann geht's weiter mit Holzverkauf. Beziehungsweise Bäume für einen neuen Wald, wahrscheinlich. Tschüss.